Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mal mit dem Thema die deutsche Basketballszene. Ich würde aber gleich mal sagen, wir machen die deutschsprachige Basketballszene und nehmen Österreich und die Schweiz natürlich da mit rein. Und heutzutage, ey, es ist einfach das Internet, was halt... Es kommt mir persönlich so vor, als würde die deutsche Basketballszene, wenn man das überhaupt Szene nennen kann, was man so im Internet verbreitet, ja, die besteht nur im Internet. Hauptsächlich oder im großen Teil kommt es mir so vor, es posten wirklich nur Leute Sachen über Basketball, also die Kommentare meine ich jetzt, die schreiben Kommentare anonym, die selber nie wirklich Kontakt mit Basketball hatten oder noch nie wirklich haben werden, weil du merkst es an den Kommentaren, was sie schreiben und unter welchen Videos sie es schreiben. Im Internet so, ey, und dann dieses immer dieses, ich hatte auch schon mal, auch wieder vor ein paar Tagen, eine Woche schon wieder her, gönnen sich deutschsprachige Basketball-YouTuber nix, weißt du, was ich meine? Auch wieder so ein Ding, ne? Das ist von diesen Leuten auch wieder ausgegangen. Wahnsinn, Wahnsinn, immer, wieso gönnt man sich nichts? Wem soll man bitte was gönnen, ne? Ich rede jetzt von mir. Wie habe ich angefangen, Basketball zu spielen? Ne? Als 12-jähriger Junge. Mich hat die Sucht so schnell gepackt, bin jeden Tag raus. Wirklich jeden Tag bei Regen, Schnee, Sturm. Ich war echt immer draußen. Auch bei Sturm und Regen dann nicht so lange. Aber ich musste einfach kurz mal raus auf den Platz und werfen. Es war wirklich eine Sucht, Alter. Ne? Auch so immer. Basketball spielen war Pflicht. Auch mit meiner Clique, mit meinen Jungs. Wir waren immer draußen. Damals war einfach die Liebe noch so verbreitet. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Man musste sich nicht anrufen. Man wusste... Es ist jemand auf dem Platz, deshalb bist du auch dann auf den Platz gegangen. Ne? Und wenn du alleine warst, du warst nicht lange allein, weil dann ist jemand dazugekommen. Das war wirklich ein anderes Level. Heutzutage rufst du Leute Stunden, tagelang hinterher, machst was aus und dann am Ende kommt doch keiner. Ist so. Abgefahren. Abgefahren. Und alleine das war schon eine Szene wirklich auf dem Platz. Weißt du, was ich meine? In jedem kleinen Dörfchen so oder kleinen Städtchen war eine Szene vertreten. Die Plätze waren voll. Es waren immer 5, 8, 10, 15 Leute auf einem Platz. Das kann man eine Szene nennen, weißt du schon? Heutzutage sind die Leute im Internet, schreiben Kommentare und denken, es ist eine Szene. Es ist keine Szene. Es ist eine Internet-Pseudo-Szene in meinen Augen. Wenn du als Baller, wenn du dich als Baller siehst und bist nicht täglich auf dem Platz draußen oder regelmäßig, oft, dann bist du so gesehen in meinen Augen kein Baller, gehörst du keiner Szene an, weil es ist ein Witz, was du machst. Weißt du, was ich meine? Das ist nur mein Empfinden jetzt so. Aber ey, bitte schreibt mir einen Kommentar rein und sagt, ob es nicht so ist, wie es denn sonst wäre. Würde mich echt sehr interessieren. Das andere ist alles Witz. Und wenn jemand sagt, die Szene gönnt einem was nicht. Welche Szene, Alter? Weißt du, was ich meine? Die Internet-Szene. Die Pseudo-Internet-Basketball-Szene müsste man jetzt so in der Art irgendwie sagen. Weißt du, was ich meine? Weil die Szene so ist bei mir zum Beispiel in meinen Städtchen, in meinem Umfeld bis Rosenheim 50.000, 60.000 Einwohner nicht mehr vertreten, weil die Leute dann nicht mehr auf dem Platz sind und da ist keine Szene. Ne? Vereinsspieler, kann man Vereinsspieler, Vereinsligabetrieb eine Szene nennen? Ich finde nicht. Eine Basketballszene, wie es damals bei uns war, so 90er Jahre, ne, wo die Plätze einfach voll waren mit Leuten, die du kanntest und auch nicht kanntest, weil fremde Leute gekommen sind, egal von wo, Basketball hat verbunden. Weißt du, was ich meine? Das ist auch so ein Ding. Heutzutage im Internet verbindet ein Basketball nicht mehr so sehr wie damals auf dem Feld. Weißt du, was ich meine? Da hast du Leute kennengelernt aus verschiedenen Städten. Du hast zusammen mit denen gespielt, gezockt, stundenlang. Dann hast du vielleicht auch Nummern ausgetauscht oder so. Jetzt nicht WhatsApp oder Internet, weil gab's ja nicht. Nummern. Oder sonst was. Oder hast von demjenigen vielleicht auch nie wieder was gehört. Aber du hast sie halt einfach, ja, wenn es ein guter Spieler war, hat man da drüber geredet, weißt du? Dann hast du mit anderen Ballern drüber geredet. Hey, jetzt war jemand aus München da. Der war richtig krass am Start. Der hieß so und so. Und was weiß ich, hat da und da gespielt. Richtig krasser Typ. Und das war mehr so Mundpropaganda, weil Internet hattest du damals nicht, ne? Du konntest es nirgendwo rein kommentieren oder was weiß ich, ne? Ey, das ist, und das finde ich, war die geilste Szene überhaupt, weil das war noch sowas wert. Weißt du, was ich meine? Wenn du über jemanden so geredet hast. Schreiben ist heutzutage eigentlich nichts mehr wert, ne? Weil jeder Depp kann irgendwas schreiben, aber du kannst ja auch so fast nichts mehr schreiben, weil wie gesagt, die Szene ist ja auf dem Platz selber nicht vorhanden. Es gibt ja keine Szene, die selber noch spielt. So,
jetzt mal grob gesagt. Ne? Es ist nur grob gesagt. Natürlich ist die Szene so noch ein bisschen vorhanden und Leute sind auch noch spielen, vor allem in den großen Städten, ist auch so ein Ding. Ey, verwechselt das jetzt nicht und sag, du bist aus Berlin oder aus München, aus einer Großstadt, wo halt die Plätze immer voll sind. Das ist ein anderes Level, das kannst du nicht jetzt mit einer Kleinstadt vergleichen. Kannst du nicht. Kannst du nicht, wenn du das jetzt sagst, in München oder in Hamburg oder Berlin oder sonst wo, sind die Plätze immer voll. Das ist was ganz anderes. Das kannst du nicht vergleichen, Mann. Das kannst du nicht. Da kannst du nicht herkommen und sagen, Mai, es ist alles okay, die Szene ist vorhanden. Nein, Mann. Ja, bei euch so, in der Großstadt. Aber damals, ey, garantiere ich euch, bei allem, es war einfach so, in jeder Stadt, in jedem Städtchen war eine Szene vorhanden. Das war das Krasse. Das war ja das Krasse. Es waren die Plätze überall voll, wo du hingefahren bist. Oder die Basketball-Challenges damals, ne? Adidas, Sprite, was es nicht alles gab. Ey, die waren gerappelt voll. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute damals auf diese Basketball-Challenges gekommen sind. Aus jeder Stadt, ne? Die waren in München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, wo waren sie nicht überall, ne? Und dann sind sogar die Leute von München, die in München gezockt haben, die sind zu jeder Stadt hingefahren. Jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende haben sich da nochmal angemeldet, wollten nochmal zocken. Und so ist auch eine krasse Szene entstanden, weil die Hardcore-Baller hast du ja in jeder Stadt beim gleichen Turnier wieder angetroffen, weil die sich nochmal angemeldet haben mit ihrer Crew. Weißt du, was ich meine? Dann entstanden Rivalitäten, Verfeindungen, aber auch Freundschaften. Weißt du, was ich meine? Da war alles am Start, alles. Und das, Alter, das ist eine Szene, verstehst du? Das ist eine Szene, wenn du dich auf dem Platz triffst. Meine Meinung. Der Rest, was du so im Internet liest, wieso geben die anderen Baller keinen Hack? Wieso gönnen die anderen Basketball-Deutschsprachigen dir nichts? Wenn ich das lese, Alter, was für Affen. Das sind die behindertsten, affigsten, dämlichsten Kommentare, wo ich jemals im Leben gelesen habe. Weißt du, was ich meine? Und auch so, wer angefangen hat, mit Basketball zu spielen oder Basketball-Videos zu machen. Niemand, ey, ich garantiere euch, niemand hat damit angefangen, Basketball-Videos von sich selber oder sonst irgendwie zu machen, weil er dafür Anerkennung haben wollte. Also, okay, vielleicht jetzt nicht niemand, ich spreche jetzt natürlich wieder von mir selber aus. Ey, ich habe Basketball-Videos von mir selber gemacht, weil ich es wirklich selber gefeiert habe. Vielleicht, weil ich mich auch selber ein bisschen geil fand. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Videoanalyse natürlich, ich wollte sehen, was sieht cool aus. Ich habe selber gefeiert, was ich gemacht habe. Ja, ich habe, vielleicht hört sich das jetzt arrogant an, aber ich habe wirklich auch selber dann coole Moves von mir gefeiert. Wenn du zum Beispiel irgendwie eine coole Dribble-Kombo gemacht hast, danach noch einen fett geilen Trickshot in einer Kombo, hast du vielleicht eine Stunde für gebraucht, weil es wirklich abgefahren schwer war. Hast du gefeiert? Hast du ein Video gehabt? Hast du ein Mixtape gemacht? Weißt du, was ich meine? Ich brauche natürlich nie eine Stunde. Eigentlich ist der erste Versuch immer drin. Jetzt mal so nebenbei. Weißt du, was ich meine? Und dann hast du es hochgeladen. Du wolltest natürlich auch so ein bisschen protzen, angeben, Anerkennung vielleicht auch, aber du hast es trotzdem für dich selber gemacht und nicht, um damit Kohle zu verdienen oder sonst was. Den Gedanken hatte er damals. Hast du keine Kohle dafür bekommen. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem, du hast weitergemacht. Auf einmal hast du 1600 Videos, so wie ich jetzt am Start. Und es läuft halt so vor sich hin. Aber wie gesagt, ich habe es für mich gemacht. Natürlich jetzt mittlerweile hast du natürlich auch den Aspekt. Ich bin ein ehrlicher Gauner. Umso mehr Videos ich mache, umso mehr Videos ich online habe, umso mehr Leute meine Videos schauen, umso mehr Views ich bekomme, umso mehr Kohle verdiene ich auch. Ganz klar, ne? Klicks bringen Geld. Ist so. Ist jetzt natürlich mit auch dazugekommen. Finde ich nichts Verwerfliches, weil, wie gesagt, Kohle brauche ich. Alleine für das ganze Equipment, für die ganze Zeit, die ich reinstecke, es ist so viel, was du da investieren musst, um Videos zu machen. Weißt du, was ich meine? Wenn du umso mehr du machen willst, umso mehr Kohle, Zeit und so brauchst du. Ist wahrscheinlich selbsterklärend, oder? Daher ist das nichts Selbstverwerfliches. Umso mehr Kohle, umso mehr Spaß. Weil Spaß jetzt dann auch nicht, weil es ist ja so ein Ding. Es ist ja immer noch Hobby bei mir. Es ist kein Beruf, was auch gut ist. So kann ich auch, wenn ich nicht kein Bock habe, mache ich keine Videos. Arbeiten gehe, tue ich ja 40 Stunden in der Woche, einen Vollzeitjob. Da verdiene ich meine Brötchen. YouTube brauche ich nicht, um zum Überleben, zum Glück. Sonst würde es mich vielleicht auch eines Tages stressen. Ich mache das wirklich einfach nur zur Freude. Und so sollte das wirklich jeder machen. Auch wenn mich mal Leute so fragen, Mike, gib mir mal einen Tipp, ich will YouTube-Videos machen. Wie soll ich sie machen? Ey, mach sie so, wie du sie feierst, wie du sie gut findest. Das ist so unglaublich wichtig. Ich sage es euch, das ist so wichtig. Weil genau so habe ich es auch gemacht. Und wenn du das nicht so machst, zwingst du dir irgendwas auf von jemand anderem und es wird dir nicht lange Spaß machen, weil es ist ja nicht dein Ding, verstehst du? Deshalb mache ich ja auch so viele Videos, wo Leute zum Beispiel Scheiße finden oder die total bescheuert sind.
Aber ich finde sie lustig, weißt du, was ich meine? Das ist so wirklich einfach meine Art. Auch jetzt so das Video, ne? Ich schnapp die Kamera, ich laber, das bin ich. Weißt du, was ich meine? Das bin wirklich hundertprozentig ich. Und entweder du feierst das jetzt oder findest es scheiße, findest mich sympathisch, findest mich nicht sympathisch, findest mich lustig, findest mich nicht lustig. Weißt du, was ich meine? Ey, ich zwänge dir das nicht auf. Wenn du mich feierst, hey, geil. Wenn du mich nicht feierst, auch nicht schlimm. Wenn du jetzt ein blödes Kommentar da lassen musst, weil du mich haten willst, ja, habe ich jetzt so kein Problem, aber du wirst doch einen blöden Spruch zurückkriegen oder fick dich. Weißt du, was ich meine? Das bin ich. Weil, keine Ahnung. Oder ich werde dich auch blockieren, weil ich habe auch keinen Bock, mir deine Scheiße jedes Mal und jedes Mal wieder anzuhören. Das ist ja so im Internet, ne? Die Leute haten dich nicht einmal, die haten dich öfter. Und ein richtig guter Hater, wenn du einen guten Hater gefunden hast, der bleibt dir sehr lange am Arsch. Das ist faszinierend, wirklich. Aber die Hater brauchst du auch. Die Hater sind auch motivierend. Also mich motivieren sie zumindest. Weil wenn du Hater hast, ist es das eine, du machst es gerade extra, um den Hater nochmal eins reinzudrücken. Oder es motiviert dich, um noch besser zu werden, noch mehr zu machen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Ding. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema Basketballszene. Tut mir auch leid, aber die Basketballszene ist ein bisschen weiter. Ein größeres Thema, wie ich finde. Weißt du? Ist jetzt so meine Meinung gewesen zu dem ganzen Ding. Deutschsprachige Basketballszene, wie findet ihr das? Wie seht ihr das? Und bitte, das ist auch so ein Thema. Wenn du aus der Großstadt bist, du kannst einfach nicht sagen, ja, bei dir sieht es gut aus. Fahr in andere Städte. Ich bin jetzt wirklich schon sehr viel rumgekommen. So. Und ich höre auch viel von Leuten, die mich anschreiben, die sagen, Mike, bei mir ist nichts los. Ich spiele immer nur alleine. Das sind so viele Menschen. Und der Basketball-Hype in Deutschland ist einfach nicht mehr so vertreten wie in den 90ern. Und wer die 90er nicht miterlebt hat, der kann halt einfach wirklich, der weiß nicht, was ein wirklicher Basketball-Hype in Deutschland gewesen ist. Weißt du, das war wirklich, ey, Basketball war einfach, obwohl es das Internet nicht gab, immer und überall vertreten so. Ich kann euch das nicht erklären, wieso das so war. Viele sagen, Michael Jordan war es. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch nicht sagen, was es war. War auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja. So, genug gelabert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Böö.